Hallöchen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen sandigen Folge Pell World. Ja, es geht jetzt mal hier in dieser Folge in diese ganz große Wüste hier rein. Die haben wir ja in der letzten Folge entdeckt, ja. Da waren wir ja hier oben in dem Schneegebiet und auch dort drüben in dem Schneegebiet. Und ja, da hatten wir ja von dort aus die Wüste gesehen und jetzt geht's halt da endlich mal rein. Und ich freue mich auch schon sehr, meine neuen Pairs dann gleich mal dort auszutesten. Im Kampf, ja. Und sowieso freue ich mich auch darauf, dort vielleicht wieder ein paar neue zu finden, ein paar neue Pairs. Für unsere Basis, ja. Mal sehen, was sich dort für welche rumtreiben. Da hinten ist auf jeden Fall auch noch mal so ein Turm. Dementsprechend kann man dort vorne bestimmt gleich auch nochmal ein neues Schnellreiseding freischalten. Ja. Wäre auch super. So, wunderbar. Hier nochmal ein bisschen Gold mit abgegriffen. Und jetzt geht's einmal hier rüber. Und ich freue mich auch schon sehr auf meinen nächsten Stufenaufstieg, weil da können wir ja dann so einen Granatwerfer freischalten. Oh, Moment. Kurz umziehen. Zack. Sehr schön. Da vorne. Jawohl. Dort können wir so eine Schnellreisestation freischalten. Los, wir fliegen direkt darüber. Flattere, mein kleiner Freund. Flattere so schnell du kannst. Kurz nochmal Ausdauer regenerieren. Und dann geht's jetzt hier nach oben. Los geht's. Sehr schön. Das hätten wir. Das Ei nehmen wir mal mit. Und wir steigen jetzt gleich einmal ab. So. Hier ist nochmal eine schöne Kiste. Jawohl. Na, ui, was ist das dort für einer? Okay, da ist Stufe 37. Bisschen sehr hoch. Ich würde ihn aber sehr gerne eigentlich ausprobieren. Ich würde es gerne probieren, ihn mir jetzt zu holen. Ich denke, wir probieren jetzt erstmal den dort unten, den Stufe 33er. Der ist ja 10 Stufen höher als wie unsere Freunde hier. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Nochmal alle fix auffüllen mit Futter. Und als erstes setzen wir, denke ich, jetzt hier mal die Biene ein. So, das wird ihr erster Kampf. Mal sehen, wie die so ist im Kampf. Könntest du mir bitte aus dem Weg gehen, liebe Biene? So, jetzt greif an. Auf in den Angriff. Was macht die gerade für einen Angriff? Kein Plan, was ich da gerade gesehen habe. Ja. Und der Moment, wenn du gerade so blöde bist, deine Waffe zu wechseln. Nicht deine Waffe, deine Perls. So. Ich habe gerade keinen Plan gehabt, was die Biene überhaupt gerade gemacht hat. Aber eines sehe ich gerade. Dieser komische Giftregen oder was das ist. Von dem Ding dort hinten. Ist extrem hart. Ich glaube, wir müssten jetzt erstmal zurückziehen. Und andererseits, ja, komm schon. Versuchen's. Los, 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 los. Mal weiter draufhalten. Wir versuchen ihn jetzt mal zu fangen. Ja, das war klar, dass es noch nicht geht.
komm. Er braucht noch ein bisschen mehr Schaden. Jetzt gleich versuchen. Jetzt. Immer noch nicht genug. Oh. Komm schon, jetzt. What? Das wird nichts. Oh. Ja. Aber ganz knapp. Aber wirklich ganz knapp jetzt hier gerade gewesen. Und was mich gerade überrascht hat, es hat gerade angezeigt, wir hätten so einen schon mal. Okay. Das ist seltsam. Das wusste ich überhaupt nicht, dass ich so einen schon da habe. Bei mir in der Basis. Hm. Was ist das für einer? So, ich habe jetzt nur noch zwei Pearls für den Kampf hier. Den hier würde ich mir gerne jetzt noch holen wollen. Ja, schaffen wir es, ist das Ding. Am schlauesten, denke ich, wäre es, wenn ich jetzt einmal dort vor zurückrenne, zu dem Schnellreiseteil. Dann machen wir zurück zu unserer Basis. Und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir unsere Pearls wieder mitnehmen dann. Also, dass sie sich jetzt gleich erstmal erholen und so weiter. Andererseits, ich will eigentlich jetzt schon direkt erstmal noch ein bisschen durch die Wüste gehen. Wir lassen den dort hinten jetzt einfach mal in Ruhe. Ja. Wir tun ihm mal nichts. Wir gehen da jetzt einfach mal ein bisschen zu Fuß hier weiter. Auch wenn es gerade etwas blöd ist. Ja, jetzt zu Fuß hier. Am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt auf ihm hier reiten würde. Leider habe ich noch keinen Sattel für ihn. Habe ich den hier schon drin? Wo ist er denn? Ich sehe seinen Namen nirgendwo. Ah ja, das ist dieses Ding von eben. Was wir gezähmt haben. Ja, wenn ich das Halsband hier holen würde, dann könnte ich den durchgehend mitnehmen. Dann könnten wir das ja so machen, ja, dass das Ding zusammen mit ihm hier durchgehend bei uns dabei ist. Das wäre nicht schlecht. So, ich gucke nochmal ganz fix rein bei Technologien. Wo ist denn jetzt der Sattel? Ich denke, der muss hier weiter unten sein. Da. Ah, okay. Das dauert noch etwas. Das mit dem Sattel dauert wirklich noch etwas. Hier sind ein paar Kakteen. Kann man die looten? Nee, ich glaube nicht. Durstdünen. So heißt der Ort hier. Gut, dann gehen wir mal noch ein Stückchen durch die Durstdünen. Was war das? Warst du das? Ich hoffe mal, dass er das war. Okay, das Geräusch habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Ich dachte zuerst eben, hier kommt irgendwas ganz Gefährliches jetzt angerannt. Das war eben so mein erster Gedanke. Mal gucken, ob es hier irgendwas Neues an Materialien auch noch gibt. Ihr greift mich jetzt mal bitte nicht an, verstanden? Danke. Gut. Da vorne ist Metall. Ja, und den dort oben, den hätte ich sehr gerne. Aber der ist zu hoch mit seiner Stufe. Ich nehme mal hier ein bisschen was an Erzen mit. Ja, und ich frage mich immer noch, was die Biene eben gemacht hat im Kampf. Ich habe wirklich immer noch keinen blassen Schimmer davon, was die hier eben gemacht hat im Kampf. Ich habe nicht mal ein was gesehen, wie sie irgendwie was abgefeuert hat oder so. Oder ich hatte es mit den Augen.
Ich will die jetzt auf jeden Fall nochmal austesten, gleich hier im Kampf. Wenn mir das dann nicht gefällt, was ich von da sehe, dann würde die in unserer Basis arbeiten, weil ich habe ja schon gesehen, die ist gut für das Feld und so weiter. Also die wäre ideal für meine Nahrungsproduktion. Und da hinten würde ich gerne nach oben. Leider würden wir das nicht schaffen, so zu Fuß dort hochzuklettern. Ja, und den einen dort würde ich mir gleich gerne mal schnappen wollen. Der eine ist scheinbar sogar auch machbar. Problem ist, der würde seinen Freund wahrscheinlich gleich mit herbringen. Ich würde gerne eigentlich jetzt auf ihn drauf feuern. In der Hoffnung, nur der eine kommt. Ne, kommt nicht nur der eine. Aber hey, ich wäre auch damit zufrieden, wenn ich jetzt gleich drauf gehe und ja, wenigstens den einen dann im Gepäck dabei habe. Damit wäre ich auch happy. Los. Ja, so muss das. Komm schon. Jetzt. Komm in meinen Ball. Nee, das ist noch nicht genug. Jetzt los. Was zur Hölle? Nein. Dann hole ich mir halt den hier. Noch ein bisschen mehr Schaden zufügen. Und fangen. Das kann nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Warum hast du das getan? Der wäre jetzt 100 pro reingegangen. Aha. Ich weine. Ich weine jetzt ganz laut und fürchterlich. Ach, Manu. Und ich glaube, ich muss gleich meine Kleidung anziehen. Wegen Kälte und so weiter. Die Nachtkleidung. Und da hinten sehe ich was. Da will ich jetzt einmal hin. Das dort hinten sieht interessant aus. Ob dort wohl Händler sind? Ich hoffe es. Kann natürlich auch gut sein, dass es dort hinten nur wie so eine leere Ruine ist. Aber das sieht eigentlich von der Verfassung her ganz gut aus. Weil wir hatten ja jetzt auch erst kürzlich diese Ritterburg entdeckt. Da dachte ich ja auch, ja, da sind Leute drin, aber nee, war ja leer. Aber das sieht eigentlich diesmal wirklich gut aus vom Zustand her. Vor allem ist da auch so ein Schnellreiseding nochmal davor. Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Und hier sind nochmal solche Dinger von eben. Wow, und da hinten ist dieses eine Ding, was ich auch schon mal wollte. Ach, müsst ihr alle gerade zu zweit sein? Wir könnten es versuchen. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob das mit der Gigasphäre klappt. Vielleicht bräuchte ich lieber nochmal eine viel bessere Sphäre dafür, um die zu fangen. Und hier ist eine Lagerfeuermiliz. Aber die ist nicht böse, so wie es scheint. Nee. Solche hatten wir ja schon mal getroffen. Also die sind auf jeden Fall nett.
Ach, schön, mal nette Menschen zu sehen. Habt ihr hier drin einen Händler? Ich meine, ihr werdet ja nicht grundlos hier so davor stehen und Wache halten. Jawohl. Das sieht doch gut aus. Na, wo ist denn hier ein Händler? Da drüben. So, was hast du denn so Schönes? Ich verkaufe dem, denke ich, jetzt erstmal ein paar Perls von mir. So, dann nehmen wir einmal den hier. Wunderbar. Gucken wir mal weiter. Dann ist der hier noch dran. Meine Schweinchen. Ja, eins würde ich eigentlich schon gerne von den beiden behalten. Ah nein, hier oben habe ich ja auch noch eins, okay. Gut, dann kommt das weg. Und das. Hier tue ich den hier weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt ebenfalls weg. Der ist ein Faulpelz. Den bräuchten wir dann eigentlich nicht. Den hier behalte ich auch mal noch, weil er der einzigste ist, den ich von denen habe. Ja, den behalten wir auch lieber. Ich denke, ich werde jetzt erstmal nur die verkaufen, wo ich weiß, ja, von denen habe ich zwei, ja. So. Die kommen jetzt erstmal weg. Jetzt gehen wir ins Kaufmenü. Ui. Der hier wäre gut zum Reiten und wegen Strom und so. Und das ist so ein Robin Quill. Ja, so einen habe ich ja hier auch gerade dabei in grün. Der hier ist halt in gelb. Das ist wohl einfach nur wie so eine Art bessere Variante von dem, denke ich. Diese Terra-Variante hier. Ich will mal was vergleichen, ganz kurz. Nee. Von dem Händler brauche ich jetzt eigentlich nichts. Nee. Das ist mir zu teuer, als wie dass sich das lohnen würde, das Zeug. Wenn er jetzt irgendwie ein ganz neuer Perl wäre, den ich noch nie gesehen hätte. Dann würde ich da jetzt was nehmen, aber so. Ja. Gucken wir mal bei dem anderen Händler rein. Baupläne. Munition. Auch nicht interessant. Und du? Tomate, Eisdrüse. Ja, die Drüsen würden mich vielleicht am ehesten reizen hier. Aber alles eigentlich recht uninteressant, gerade was die Händler hier haben. Das macht mich gerade etwas traurig, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal bei dem noch. Okay. Die hätte gerade ein legendäres Perl erwähnt, was es in der Wüste geben soll. Nur ist da noch niemand lebendig zurückgekehrt. Das hört sich interessant an. Das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an. Das wird wohl das hier vorne sein, oder? Bestimmt das hier. Ja, safe ist das das hier. Was hier als Bossgegner mir direkt angezeigt wird. Gut. Da würde ich sagen, ja, machen wir jetzt hier an der Stelle wieder Schluss, Leute. Nächste Folge machen wir dann weiter. Ich denke, die nächste Folge wird wieder mal eine Folge sein, wo wir nur bauen und so. Lasst ein Däumchen da und ja, euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.